Im heutigen Video schauen wir uns tatsächlich 35 Geheimnisse an, die ihr nicht wusstet in dieser Season. Und glaubt mir, das ist unglaublich, was wir hier drin haben. Ich verlose noch 5 Battle Pässe. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, Creator Code 7, einen Like da lassen. Und ihr werdet vielleicht ausgelost im Video. Am Ende von diesem Video sind auch die Gewinner von dem letzten Video. Wir haben danach noch 5 Stück, genau. Und in diesem Video werden dann noch 5 Stück ausgewählt. Und dann haben wir alle 20 Battle Pässe weg. Schaut das Video gerne bis zum Ende an. Let's go. Falls ihr es nicht wusstet, wenn die Sturmphase bzw. der Countdown bei 0 ist, dann speit nämlich der Drache Feuer in Megacity. Eren Jäger ist ja im Battle Pass und wir haben ja dazu einen Ladebildschirm bekommen und einen Wallpaper generell. Und hier ist tatsächlich ein Easter Egg versteckt für euch. Und das ist tatsächlich eine Hommage an das allererste Attack on Titan Bild, was es damals gab zum Anime, und die haben das halt 1:1 so mäßig übernommen mit der gleichen Pose von Eren. Tatsächlich ist auch der Drache da oben, genau wie bei dem Titan, ungefähr in der gleichen Höhe. Ganz kurz, wenn ihr das neue Katana habt, könnt ihr ja dreimal hintereinander dashen. Das Ganze geht aber nicht nur nach vorne, denn ihr könnt auch mit dem Katana nach oben dashen, Leute. Und das Krasse dabei ist, egal wie hoch ihr dasht, ihr bekommt keinen Fallschaden mit dem Ding. Bei Steamy Springs befinden sich ja diese Bambusbäume. Und es gibt einen Bambusbaum, der geheim ist. Denn wenn ihr an diesem Baum vorbeiläuft, dann hört ihr einen Schatztruhen-Sound, also einen Kistensound. Und wenn ihr den Baum kaputt macht, dann kommt wie bei einer Kiste tatsächlich Loot raus, Leute. Der Sunflower-NPC beinhaltet noch immer die Waffe, die eigentlich im Tresor sein sollte. Dieser NPC hat einfach kriminelle Dinge am Laufen. Wenn ihr ganz normal diesen NPC tötet, bekommt ihr nämlich die Thunder-Shotgun. Und es ist höchstwahrscheinlich ein Glitch, weil eigentlich hätte die Waffe im Tresor sein sollen. Wir sind erst seit ein paar Tagen in der Season und wir haben schon neue Easter Eggs zu weiteren Kollabos bekommen. Und zwar, wenn wir uns den Trailer, den Cinematic Trailer, nochmal ein bisschen genauer anschauen, sehen wir hier eine Szene, was dieser Echsen-Skin mit dem Motorrad macht. Der slidet so. Aber jeder, wo Akira gesehen hat, weiß ganz genau, das ist eine Referenz zu Akira. Falls ihr es nicht wusstet, mit dem neuen Motorrad könnt ihr nicht nur Tricks und so machen, sondern auch andere Dinge. Mit dem richtigen Timing könnt ihr sogar ein Wheelie machen, währenddessen ihr mit den Beinen auf dem Sitz seid. Also schon ziemlich krass. Übrigens gibt es ja noch eine Rennstrecke, die neu auf der Map ist. Und ihr könnt ganz normal hier eure Runden fahren. Es gibt sogar eine Stoppuhr, wo eure Runden zählt. Man kann ganz normal hier gegen Freunde spielen und gucken, wer die beste Zeit macht. Ganz wichtig noch zu erwähnen, Freunde, die Megacity sah ja im Trailer ganz anders aus, als wir sie jetzt gerade haben. Das liegt einfach daran, dass Megacity sich immer weiter entwickeln wird. Und hier seht ihr nämlich einen Vergleich, wie die Map aussehen wird und wie sie gerade aussieht. Also sie wird auf jeden Fall immer größer. Das Lustige ist, wir haben neue Zukunftsautos, neue Zukunftsmotorräder. Aber was ist eigentlich mit den LKWs, Digga? Die sind einfach alle gleich geblieben, die LKWs. Hat gar nicht gejuckt, Fortnite. Die haben sie einfach normal gelassen. Bei Megacity gibt es einen Helikopterplatz, okay? Aber wir haben keinen Helikopter bis jetzt. Ich denke, dass wir irgendwann mal in der Season die Helikopter wahrscheinlich bekommen werden. Weil schon seit Monaten sollen die anscheinend zurückkommen und es ist noch immer nicht der Fall gewesen. Stellt euch mal vor, so ein Zukunftshelikopter. Auf der Map gibt es verschiedene 1-gegen-1 Arenen, wenn ihr mal ein bisschen genau darauf achtet. Und zwar sind diese 1-gegen-1 Arenen tatsächlich 1:1 wie die klassischen Samurai-Arenen in Japan. Es gibt 2 Katanas auf jeder Seite und ihr könnt jetzt einfach dort kämpfen. Und es gibt sogar Kopfgeld. Bei diesen Arenen könnt ihr einfach Leute hops nehmen. Ein bisschen jagen. Ich habe ja schon mal letztens gezeigt, dass es ja diesen Emote gibt, wo euch die Größe von eurem Fortnite-Skin anzeigt. Die meisten sind tatsächlich zwischen 1,60 und 1,80 groß. Aber es gibt relativ kleine Skins, wie zum Beispiel Morty, der ist 1,70 groß. Und dann gibt es halt noch, wie gesagt, Pili, den habe ich euch schon mal gezeigt. Der ist über 2 Meter, der Typ. Ihr wisst ja, dass wenn ihr diesen Boss tötet, bekommt ihr diese neue Tresorkarte. Aber ihr könnt mehr öffnen, als ihr tatsächlich dachtet. Ihr könnt bei Brutal Bastion den Tresor aufmachen. Bei Shattered Slabs. Und tatsächlich sind das die alten Tresore aus der letzten Season. Und diese geben euch noch immer die exotischen Waffen. Bro, das ist heftig. Aber nur bei Shattered Slabs und Brutal Bastion. Es gibt ein kleines Problem mit dem Katana. Und zwar, wenn ihr mit dem Katana dasht, könnt ihr in der Luft stecken bleiben, okay? Ihr könnt das Ganze aber umgehen, indem ihr, bevor ihr den Dash einsetzt, einfach sprintet. Und somit habt ihr einen besseren Dash nach vorne. Ich rede gerade wirklich vom Anfang vom Katana, ne? Weil ihr bleibt ja kurz in der Luft stehen und dann nach vorne.
Aber wenn ihr sprintet, geht ihr zack nach vorne und nochmal nach vorne. Wisst ihr, wie ich meine? Dann habt ihr eine bessere Chance, nicht angehittet zu werden von den Gegnern. Ihr könnt jetzt auch noch einen Trick verwenden, wo ihr unendlich Leben kriegt. Nämlich bei Simi Springs. Es gibt nämlich dort einen kleinen Fluss in einem Haus. Und wenn ihr dort reingeht, kriegt ihr einfach Leben dazu. Habt ihr eigentlich Godzilla im Battle Pass Trailer gesehen? Jetzt passt mal auf. Wenn wir uns den Thunder Skin anschauen, sieht er wie ein ganz normaler Charakter aus. In einem japanischen Team-Style, okay? Aber der Typ ist tatsächlich Godzilla und sein Codename ist auch Localzilla. Und das ist einfach Godzilla als normale Größe. Und wir haben sogar ein Spray von ihm, wo die Stadt richtig klein aussieht und er extrem groß. Und wir wissen ja, dass Godzilla die Kraft des Lichts hat oder Blitz und deswegen heißt er Thunder, also Blitz. Es gibt ja diese Gongs auf den Maps und viele dachten, das ist nur Dekoration, aber tatsächlich könnt ihr diese Gongs anhitten und die machen Geräusche. Falls ihr es nicht wusstet, die Loot-Drops sind seit 6 Jahren nicht mehr im Spiel drinne und wurden jetzt einfach ersetzt durch diese Kapseln, sage ich jetzt einfach mal. Ihr wartet ungefähr 30 bis 45 Sekunden und sagt, da kommt Loot raus. Jetzt kommen wir zu einem richtig geheimen Spot und davon habe ich nichts mitbekommen, und zwar die Marinen-Monoliths. Die sind jetzt im neuen Biom, also da, wo die ganzen Japan-Dinger sind, einfach gespawnt. In der Mitte ein Riesen-Monolith und drumherum kleine und mittelgroße Monolithen. Und die haben irgendwelche Juwelen in sich drin und als Codenamen haben sie Bone Marrow Towers. Ganz, ganz krass. Vielleicht ist es für ein Event irgendwann mal, aber wir haben das Ganze auf jeden Fall im Auge. Letzte Season haben wir diese komischen Sandfrösche bekommen und jetzt ist eine ganze Familie irgendwie da von den Dingern. Und der Thunder-NPC chillt mit denen da. Wenn wir uns Renzo anschauen, den Skin vom Battle Pass, ist er höchstwahrscheinlich ein Teil der Eidgebundenen. Denn schauen wir uns einen anderen Stil mal an. Er hat hier wie der Zeitlose, also Geno, weiß und gold in seinem Outfit und die Farben passen halt einfach. Und sehen wir uns auch mal seinen Backblink an. Der sieht ganz genauso aus wie die Kisten der Eidgebundenen. Es gibt einen kleinen Trick, mit dem ihr viel schneller sliden werdet in Mega City als davor. Ihr müsst einfach die ganze Zeit springen, währenddessen ihr slidet und ihr seid extrem schnell. Und währenddessen ihr abspringt, müsst ihr danach sliden und seid sowas von schnell. Das ist geisteskrank. In Frenzy Fields befindet sich ein geheimes Muskelkaterhaus. Wir sehen hier Essen von Muskelkater, ein Poster von Muskelkater, ein kleines Bett für ihn und andere Dinge. Und wir haben sogar ein Poster vom Sommer-Skin von ihm. Diesen Skin haben wir übrigens noch nie bekommen. Falls ihr es nicht wusstet, letzte Season hatten wir diese neue POI, wo unten der Bunker war, mit diesem Bowling-Center und so. Und die wurde ja jetzt gelöscht. Aber tatsächlich gibt es noch das Schild auf der Map. Immerhin eine kleine Erinnerung. Und es ist tatsächlich die erste POI, die nur nach einer Season wieder direkt rausgenommen worden ist. Das ist Rekord. Wenn wir am Rand im Süden der Map, ganz, ganz im Süden, an der Küste, sehen wir nämlich einen Fischi. Und zwar sehen wir hier drumherum sogar 3 Kisten und sein Schild aus Kapitel 2. Und vielleicht wird das sein neues Restaurant. So sah es davor aus mit dem richtigen Restaurant und so halt danach. Dieser Nox-Skin, den wir gerade als NPC haben, wird bald tatsächlich im Itemshop kommen. In ein paar Wochen, Freunde. Es gibt eine Szene im Trailer, die wir vielleicht Miles Morales zusprechen könnten, denn passt mal auf. Es gibt eine Szene, wo Aaron und Fishstick nämlich runterspringen in Mega City. Und das ist sehr viel Inspiration von Miles Morales, sein Film. Das sind, ja, ungefähr gleiche Tricks vorhanden, gleiche Szenen und. Und ja, Lil Whip wurde jetzt endlich gesplashed. Boom. Nachdem Pili die ganze Zeit explodiert ist, ist jetzt endlich mal Lil Whip dran gewesen. Digga, wusstet ihr, dass Fortnite die Season schon seit Jahren angeteasert hat? Könnt ihr euch noch an den Ronin-Skin erinnern? In einem Kapitel 3 Battle Pass. Und der Typ kam ja auch von einer Zukunftsstadt. Und wir hatten sogar einen Loading-Screen und das war das Thema einfach von der jetzigen Season. Schon wild. Und tatsächlich kommt er sogar bei diesen Werbetafeln bei Mega City vor, der Typ. Hier. Epic Games sagt hier, wir haben es euch doch schon vor Jahren gezeigt. Wir haben jetzt auf der Map 316 Kisten mehr als davor. Das ist unglaublich. Wir haben insgesamt jetzt 1153 Kisten auf der Map. 1000 Stück? Digga. Falls ihr es nicht wusstet, ich sag's euch nochmal kurz. Wenn euch jemand mit einer Sniper versuchen will zu snipen, leuchtet er jetzt. Genauso wie in Call of Duty, aber Achtung, nicht bei jeder Sniper. Das haben wir nämlich rausgefunden. Das ist ein Glitch noch, Freunde. Aber wenn ihr Glück habt, dann seht ihr ein kleines Licht bei dem Sniper. Falls ihr es nicht wusstet, das Innere von den Autos wurde auch ein bisschen umgeändert. Nämlich das digitale Cockpit in der Mitte, also die Konsole, wurde geändert. Damals hatte man nämlich so ein Navigationssystem. Und jetzt wurde das Ganze in so einem 80er
Retro-Wave-Stil geändert. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Geheimnisse, die ich tatsächlich auch nicht wusste in dieser neuen Season. Ich glaube, jetzt seid ihr up to date. Ich bin raus. Bis dann und ciao, ciao. Und die nächsten 5 Gewinner von einem Battle Pass sind Slim Alpaka, Skilled Pony, Felix, Dummspaten und Knossi. Bitte nehmt meine Freundschaftsanfrage an, denn ich habe euch schon gestern höchstwahrscheinlich geaddet.